Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind, wie gesagt, im Finale und kämpfen halt ich noch auf Duis verbleibende Festung. Heute ist Dol Guldur noch dran. Wir kämpfen noch fleißig und ja, mal schauen, wer gewinnt. Mute mich mal. Ja, ihr seht schon, er greift mich jetzt oben an. Das heißt, ich habe natürlich gleich mal meine Schmiede verloren. Das heißt eigentlich genau das, was ich. Ach man, richtig scheiße, ey. Das, was ich eigentlich machen wollte, also mein Plan ging eigentlich dementsprechend total in die Hose. Bisher. Was sollen wir bauen? Werkzeuge bereit. Bringt alles hierher. Ich brauche auch kein Geld mehr, um da irgendwas zu bauen. Aber hier könnte ich noch was einnehmen. Das Gebäude, nehmt es ein. Hier noch was zum Einnehmen, gucken wir mal. Hierher eben! Vorwärts! Okay, das hat er auch noch eingenommen. Wir können nicht noch mehr einnehmen. Okay, also einheitenmäßig haben wir auf jeden Fall genügend. Bereit? Wir müssen das Land verteidigen. Das Gebäude gehört ab jetzt uns. Ich logge ihn eigentlich. Ja. So, schauen wir mal, dass wir die Schmiede halt wirklich vielleicht mal hier hinten hin gebaut bekommen noch. Oh, hier haben wir sogar eh noch eine Kaserne, hätte ich gar keine bauen müssen, mal. Okay, er greift jetzt natürlich an, klar. Das war klar. Aber ich habe jetzt auch nicht genügend Rohstoffe, um da jetzt noch was schnell hinzubauen. Mist. Sammelt euch, Lanzenträger! Haben noch irgendwo was... Steht hier noch irgendwo was rum? Nee, nicht so, ne? Ich bleibe an deiner Seite. Oh, Arwen ist noch gekommen. Schön. Schön, auch endlich da. Na, Arwen, wie geht's? Schnell jetzt. Wir sehen den Feind. Sie sind durchgebrochen. Ja, hier hätte ich wahrscheinlich auch mit Arwen ein bisschen was machen können. Mit Flug zum Beispiel. Relativ günstiger Held eigentlich. Wir müssen aufbrechen. Naja. Oh. Kommen die jetzt hier darüber? Will der jetzt darüber gehen oder was? Sehr schlecht. Wir müssen das Land verteidigen. Der Mut ist mit uns. Reitet mit mir. Unsere Stadt wird größer. Wir müssen aufbrechen. Folgt mir. Hilfe ist unterwegs. Vorwärts. Bereit? Ja, seine Dinger stehen hier noch. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mal die Schmiede nochmal hochgeballert bekommen. Oh Mann, ey. Wir müssen Elhunds Haus beschützen. Der Abendstern ist Eindringlinge, wart die anderen. Ja. Alles gut, ja, das war mir klar, dass du hier mit deinen Einheiten kommst. Oh. Oh, der hat mir ja ganz schön viel Schaden schon gemacht hier. Wir haben noch viel zu tun. Sag mal, du, baust du auch Einheiten oder hast du nur so getan? Weil ich ja keine sehe. Tja. Wohl weg. Da hättest du mir aber auch gleich sagen können. Irgendwo. Kann ja wohl nicht. Verdammt, meine Einheiten. Oh, na gut, okay. Zählt ja nichts. Was ist das denn? Ach so, der eine, der hat doch überlebt gehabt. Na gut. Du hast dich noch nicht, nicht gemutet. Mute dich mal, bitte. Werkzeuge bereit. Macht euch bereit, Elb. So, ja, also wie gesagt, der Black, der hat zumindest schon mal die Finte nicht gerochen. Das heißt, das klappt schon mal. Ich konnte ihn jetzt erstmal mit dieser Sonnenfackel etwas aufhalten. Er wird jetzt erstmal direkt schnell nochmal nachproduzieren, um dann gleich nochmal den finalen Schlag zu wagen. Muss mir dazu damit erstmal etwas Zeit holen, weil ich hier noch immer noch mit meiner Schmiede ein bisschen agiere. Gerade das dauert halt alles seine Zeit. Hier muss ich gleich nochmal zumachen. Beziehungsweise die Tore auch gleich nochmal schließen. Kann ich hier eigentlich was reparieren? Eindringlinge, wart die anderen!
Nee, baue ich ab, breche ich ab. Wo sollen wir bauen? Ja, okay. Wir haben die Schmiede verbessert. So, Schmiede wurde verbessert, das ist schon mal gut. So, dann haben wir hier noch die Feuerpfeile. Und dann bauen wir mit unserem kleinen Heini hier unten mal noch so eine Schmiede. Na, damit hier die Schmiede hier ganz verdeckt. Ja, wie gesagt, wir müssen das halt wirklich so machen. Es nutzt einfach nichts. Wir können jetzt nicht Armee gegen Armee fighten lassen, weil das einfach keinen Sinn hat. Aber Festung ist schon ziemlich weg. Wir haben jetzt geschmiedete Klingen. Okay, die Festung holt er sich scheinbar gleich. Okay, so, die Sandfackel baut er noch gerade. Bin schon unterwegs. Wir haben noch viel zu tun. Okay, wir haben leider. Was? Malorenbäume. Okay, Malorenbäume. Alles gut. Alles gut. Mit Malorenbäumen ist noch alles gut. Okay, die Silberdornpfeile werden auch bereit. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach und nach hier alles aufrüsten. Ganz in Ruhe. Das Gebäude ist fertig. Baumaterial. Wir müssen das Land verteidigen. Wo sollen wir bauen? Es gibt viel zu tun. Macht euch bereit, Elben. Sammelt euch, Lanzenträger. Er wird, wie gesagt, gleich vorbeischauen dort. Wie gesagt, ich warte eigentlich nur darauf, dass er mit seinen Einheiten hier hinten reingehen möchte. Werkzeuge bereit. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir müssen das Land verteidigen. Macht euch bereit, Elfen. Jetzt gehört das Gebäude uns. Das Gebäude ist fertig. Unserem Land droht Gefahr. Ich bringe das Baumaterial. Wie gesagt, ich warte gerade einfach nur noch ab. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ja, warte mal, nee, ich werde jetzt meine Deckung jetzt erstmal nicht aufgeben, sondern einfach mal abwarten. Ah, schwierig halt jetzt, weil mir halt die Rohstoffe halt jetzt fehlen. Ach, Mann. Wir müssen Elhorns Haus beschützen. Wir müssen ihn standhalten. Komm schon! Sie greifen einen Malorenbaum an. Kommt hierher! Lanzenträger, wir müssen unsere Heimat verteidigen. Reiter! So, kommt er, er baut hier noch weitere Katapulte. Wir können ja mal ein bisschen spionieren bei ihm, was er denn gerade so stehen hat. Okay, seine Armee steht hier komplett gerade noch. Er müsste die Armee einfach mal hinschicken. Okay, er hat hier gerade ziemlich viel gebaut. Hm. Okay, gut. Das nutzt ihm jetzt nichts. Also ich habe sowieso schon alles geforscht. Na, das ist, dementsprechend ist das jetzt egal. Ne? Wenn das einmal geforscht ist, ist es einmal geforscht. Aber man muss die Schmiede dann halt so auf upgraden. Das ist halt ein bisschen doof. Aber naja, okay. Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor seinen Felsen halt, ne? Reiter! Hier entlang, Lanzenträger! Wir müssen das Land verteidigen! Vorwärts! Hier entlang, Lanzenträger! Reiter! Bleibt wachsam! Ja gut, noch steht alles bei ihm ganz ruhig. Wir müssen das Land verteidigen. Wir müssen Elhorns Haus beschützen. Sammelt euch, Lanzenträger. Ja, wie gesagt, wir müssen da jetzt... die Festung hat er gleich. Okay. So, das wird unsere nächste Einheit hier werden. Er müsste halt von seiner Festung her die Einheiten mal wegziehen. Das ist ein bisschen das Problem, was ich habe. Sie sind durchgebrochen. Sie greifen einen Malon. So, wie viel haben wir noch? Nicht mehr allzu viele. Dauert halt aber trotzdem immer länger jetzt, weil Einheiten auch schon so langsam. Aber die Rammen, die kosten auch nicht allzu viel, glaube ich. Hier hat er noch ein bisschen was gerade reinstehen. Was hat er denn jetzt überall hier stehen? Wir müssen das Land verteidigen.
Ich habe keine Rohstoffe. Okay, er hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Ah, doch, er hat mich gesehen. Okay, dann jetzt müssen wir jetzt kämpfen. Ja, okay, das war's. Okay, schade. Gut, die Idee war gut, aber... jetzt mit meinen Einheiten ist. Oh, meine Einheiten. Oh, ich habe da nur noch 300 Einheiten, ey. Und dabei sind die Ends und das andere Zeug schon mit eingerechnet. Das nutzt nix. Das nutzt nix. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Sie greifen an! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Brecht ihre Macht. Beschützt den Baumeister. Okay, hier greift sogar mich gerade an, hier. Von hinten noch. Der Baumeister, sie haltet haben nach dem Feind Ausschau. Beeilt euch. Macht euch bereit, Elb. Sie greifen schon wieder an. Werft sie in die Falle zurück. Aber es nutzt halt einfach nichts, ne? Er hat jetzt mit seinen Fähigkeiten, ne, hat er mir das Zeug so schnell weggekloppt. Ach, Jemini. Schade. Ja, gut, das wäre... Ein Adler ist noch da. Aber wir haben sowieso keine Rohstoffe mehr, um da noch was zu reisen. Ja, vielleicht kriege ich mit Tom Bombadil vielleicht noch was hin. Ich hatte gerade nichts zu tun. Guck mal vielleicht, aber nee, aufbauen wird es sich jetzt eh nicht mehr lohnen. Sie haben den Ring. Ja, okay. Die Festung hat er eh schon wieder neu aufgebaut gehabt. Also die Idee war definitiv gut gewesen, aber ja, er hat, ich weiß jetzt nicht, ich war vielleicht etwas zu spät insgesamt, ich hätte vielleicht doch noch mal mehr bauen sollen. Also noch mehr Malornbäume bauen sollen, speziell jetzt hier in diesem Gebiet, um dann noch mal ein bisschen die Rohstoffe zu pushen. Hätte vielleicht auch von Anfang an hier das hier einnehmen sollen. Oder auch das hier. Ja, das mit der Schmiede war natürlich auch ziemlich fail, da sind mir auch ein paar Rohstoffe flöten gegangen. Also wie gesagt, die Idee war grundsätzlich nicht schlecht, aber... Hilfe ist unterwegs. Hat leider nicht so funktionieren sollen, wie ich mir das gedacht habe. Ja, wir haben jetzt sowieso nur noch eine einzige Einheit. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Er hat sowieso so viele Rohstoffe und so viele Einheiten. Das nutzt uns alles nichts. Überlasst sie mir. Warte mal, den jetzt holen wir uns hier noch. Das Böse kommt über uns. Schnell jetzt. Deine Tage sind gezählt. Den Ring hole ich mir noch. Komm, 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 komm. Den Ring. Den Ring. Nein! Oh Mann. Oh, so ein Scheiß, ey. Ach Mann, ey. Warum nur? Der Feind hat den Ring an sich gerissen. Unserem Land droht Gefahr. Oh, was baut er denn hier noch? Hat er noch seine drei Katapulte hier, ja. Haben wir oben eigentlich noch was? Nee, aber hier ist auch, steht auch gar nichts mehr, ne? Es ist alles zerstört. Wir müssen die Wälder schützen. Aber da kommt eh gleich hier runter, der hat mich ja gesehen, wo ich ungefähr mich aufgebaut habe, ne?
Hab ja auch nur noch einen Baumeister jetzt. Ne, das nützt mir auch alles nichts. Eindringlinge! Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Vor allem frage ich mich gerade, wie schnell dieses wie schnell er dieses Ding jetzt casten kann. Also das geht ja wirklich schon ziemlich schnell, muss man sagen. Ne, ich meine, ich habe meine Fähigkeit nur, auch noch nicht wieder ready, ne? Das dauert schon eine Weile lang. Na gut, Wolkenbruch wäre gleich wieder ready, aber wir können ja nochmal ein bisschen Büschen uns holen. Vision. La Vision. Zieht eure Waffen, Elben. Nehmt das Gebäude ein. Beeilt euch. Elben, die Schlacht hat begonnen. Wir bringen Speere aus Midland. Na, scheiß doch drauf hier. Ja. Die Schlacht ist eh verloren. Ich gebe das jetzt auch auf, weil, wie gesagt, er hat mich ja von Anfang an. Ja. Okay, erste Schlacht verloren. War natürlich klar gewesen. Beziehungsweise, ja. Gut, ich dachte, ich probiere es halt mal so darüber, über diese Strategie. Aber ich habe gesehen, du hast eh noch eine zweite Festung dann gebaut. Oder zwei sogar noch gebaut. Nebenbei. Gut, sehe ich jetzt gerade hier. Aber gut. Naja, wie gesagt, deine Strategie war nicht so dumm, weil vor allem, okay, sie war auch nicht schlau, weil da du ja die Festung und damit deine beste Verteidigungsmöglichkeit eigentlich geräumt hast. Aber sie war auch nicht, sagen wir mal, unklug. Also sagen wir mal so. Also da hat mich schon, sagen wir mal, eine Weile gewundert. Ich dachte wirklich, du hast eine Weile, Entschuldigung, absolut keine Gegenwehr. Du willst keine Gegenwehr leisten, du versuchst nicht zu kämpfen. War ich schon eine Weile enttäuscht. Mein Problem war, um das nochmal kurz zu sagen, ich habe es auch schon in meiner Folge gesagt, du hast mir oben die Schmiede zerstört. Ich hatte die Schmiede war doof gesetzt, ich hätte die vielleicht oben setzen sollen. Bei mir, das war dumm, muss ich sagen. Ich hätte die bei mir setzen sollen, upgraden sollen, alles. Du hast mir damit, keine Ahnung, hast mir 3.000, 4.000 Rohstoffe damit genommen. Weil das kostet ja auch ein bisschen Geld, bis das mal alles abgegradet ist. Naja, und keine Ahnung, hätte ich das bei mir gebaut, es hat einfach zu lange gedauert, bis ich meine Einheiten dann upgraden konnte. Und da in dem Moment, wo du die Einheiten schon bei mir oben hattest, musste ich mich halt mit dem Brand halt verteidigen, um da erstmal noch einen größeren Schaden zu vermeiden. Hat ja soweit auch erstmal geklappt. Und ja, in dem Moment, das war eigentlich mein Ziel gewesen, dass du halt in eine leere Festung halt reinläufst eigentlich mit deinen Einheiten, aber du hast deine Einheiten. Und du von hinten kommst, ich genau. Ich dann von hinten aber kommen, aber du hast mit denen, ja, in dem Moment war es halt fail. Naja, egal, gut. Genau. Die Folge also ich ist hab eigentlich da schon, auch schon vorbei. Extra, ja? Ich hab da schon extra drauf geachtet, dass ich nicht mit meinen Einheiten in die Festung renne. Na doch, aber du hattest ja auch alles schon gehabt. Ja, ich hatte erstens alles schon gehabt und zweitens hatte ich wirklich nur einen minimalen Teil, quasi meinen Startteil von meinen Einheiten habe ich reingeschickt und Katapulte, mehr nicht. Ach so, okay. Und ein paar Pferde. Alles andere stand immer draußen. Weniger, weil es nicht gebraucht wurde, sondern schlicht und ergreifend, weil ich die einfach nur auf deine Armee hetzen wollte und deine Armee war da oben nicht. Und dort oben sind sie durch die blöden Bogentürme, die in die Festung eingebaut sind, eigentlich nur Fischfutter. Naja, was soll's. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, schwerste Festung geschafft. Die nächsten Festungen machen wir in der nächsten Folge oder mindestens eine von beiden. Welche das sein wird, das sehen wir dann auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.